Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute habe ich mir Wimpern drauf gemacht. Heute ist Samstag. Ich habe mich hier ein bisschen ready gemacht. Das ist mein Outfit. Der Trenchcoat ist von Shein. Der Jumpsuit kennen wir ja schon von mir, ne? Drücke ich gerne eine Chance auf Lilün. Löckchen. Oh, what the fuck. Ja, wir haben einige Sachen zu erledigen. Wir wollen was essen gehen. Es ist jetzt 16 Uhr gleich, ne? Wollen wir auf jeden Fall was essen gehen. Und wir drehen heute ein Video, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Werden wir das drehen. Du bist hier noch unsicher, ne? Ja. Ich gar nicht. Die Geburt geht bald los. Wir wollen in dem Video den Namen verraten vom Baby. Ich habe ja eine Tastatur bestellt. Mit einer Hülle. Die Tastatur lädt gerade auf. Der Stift muss noch ankommen. Und ich habe noch meine letzte iPad-Hülle dann voll umsonst gekauft, weil hier war halt auch eine dazu. Aber ich weiß nicht, ob ich die so feiere. So. Hier kommt dann halt die Tastatur hin, magnetisch. Ich feiere die andere Hülle eigentlich mehr vom Aussehen, aber ist ja auch egal eigentlich. Habe ich halt zwei. So, wir bringen jetzt eben das Paket weg von meiner Freundin. Habe ich ja im letzten Video gezeigt. Dann ging es für uns nach Oldenburg. Wir wollten etwas essen. Keine Ahnung was, aber wir finden schon irgendwas zusammen. Also Leute, wir sind jetzt angekommen und wir gehen jetzt hier was essen. Du hast schon richtig Hunger, ne? Ja, Mann, Alter. Er hat schon schlechte Laune. Wir haben die ganze Zeit was gesucht und haben uns jetzt entschieden, hier essen zu gehen. Also Leute, ich nehme jetzt das hier, Hähnchen mit Reis und gemischtem Salat. Lala, eigentlich muss ich mir das hier holen. Was? Ja. Gemischte Grillplatte. Wie sagt ihr, das Fleisch gemacht wird, da hinten wird schon alles belegt. Schaut euch das an. Einfach alles hier frisch zubereitet. Sogar hier Backlore direkt schon bereit. Alles hinten am Laufen. Wow, einfach. Hier Leute, die haben sogar so auf altmodisch. Die machen hier selbst gemacht. Eier und auf altmodisch diese Becher. Also das ist jetzt sozusagen Vorspeise, oder? Aber ich esse das erst, wenn das Essen da ist. Die riecht. Die ist echt lecker. Da ist ein Brot einfach. Ich hab Hunger. Freust du dich? Also für uns gibt es jetzt noch ein bisschen Nachtisch. Baklava, ich hatte richtig Bock drauf. Also Leute, wir sind jetzt bei Rossmann. Machen hier unseren normalen Einkauf. So, und diesmal hole ich jetzt die Tücher wirklich fürs Baby. Und die benutzt keine. Stampen. Schon dreimal geholt, immer haben wir die benutzt. Wie wär's, wenn wir einfach mal auf Vorrat holen? Eigentlich schon, Armin mag diese. Aber als Sticks. Zum Was? Essen. Oder er hat das zumindest vorgetäuscht, dass er die mag. Hast du genommen? Der beste Glasreiniger. Aller Zeiten. Wieso ist das der beste? Da ist ein Frosch drauf. Stark. Stabil. Starkes Argument. Wir brauchen Rohrreiniger. Warte mal. Rohrreiniger? Mhm. Leute. Immer ab und zu immer das Rohr reinigen. Und damit meine ich nicht das Hinterloch. Das war Lenor besser, ne? Nee, das ist für... Egal. Ach so, alles gut, ich habe schon verstanden. Ich habe reingeschissen. Ich glaube, ich will das hier mal. Entweder das oder das. Was willst du an Babywaschmittel nehmen? Habe ich schon zu Hause. So. Das war ich. Bringt das was? Sportwaschmittel? Der allerbeste Schwamm kommt auch mit. Ich bin dick und ungesund und habe Appetit. Schneidest du das in dem Vlog, wird man dich nicht mehr sehen. Das schneidest du nicht rein. Nimm das raus. Also mach Kamera weg. Oder du kannst für uns behalten. Weil dann muss ich ja auch mal gehen. Schatz? Hm. Meine Mama hat mir ein paar Sachen mitgegeben fürs Baby. Guck mal, das hier ist mein. Das ist meiner. Ein richtig 90er-Style. Was ist das denn? Hey! Das ist diese Spieluhr, die kann man so ziehen. Also ganz ehrlich, die sieht neuer aus als manche Kuscheltiere von Armin. Also, wenn ich nachts aufgestanden wäre, oh, Schatz, hör auf damit. Ich hätte das gesehen. Das sind noch Sachen, die brauchen wir jetzt nicht alle, aber diese Otter ist auch cool. So, das sortiere ich mal ein. Meine Kliniktasche steht auch schon bereit, falls was ist.
Weißt du noch, du hast mich wegen diesem Wagen ausgelacht. Ich habe nie was gegen den Kinderwagen gesagt. Nicht Kinderwagen, der neben meinem Bett. Ach so, der weiße Krankenwagen. Ja, du hast mich einfach ausgelacht. Und, wie ist er? Sag mal ehrlich. Also, Fazit. Jetzt wirklich im Nachhinein. Ne? Preis-leistungstechnisch muss man ganz wirklich zugeben und natürlich ehrlich sein, ist der wirklich super. Ne? Der Aufbau ist sehr leicht. Der Aufbau ist direkt. Und zum Beispiel, da gab es das hier noch mit dazu. Ne? Das ist halt ein ganz wichtiges Bauteil. Nein, aber Walla, ist gut. Ich habe gerade zum ersten Mal ein Video mit meinem iPad jetzt geschnitten. Ein Video? Ich muss nur mal gucken. Krass. Ist ein bisschen anders als mit dem Laptop. Ich hab bloß Film geschnitten. Och, Baby. Ich habe meine Wimpern noch abgemackt. 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 Ich habe mich so sehr dran gewöhnt, ohne Wimpern zu chillen. Finde ich viel schöner. Wir haben bei Rossmann solche Bleaching Stripes geholt. Ist jetzt nicht das Beste, ne? Nicht noch machen. Aber die haben 10 Euro gekostet und da sind 4 Stück. Also 4 Anwendungen. Und ich möchte das machen, aber er will die ganze Zeit irgendwie nicht. Ich möchte noch was essen, das verdirbt mir die Zähne. Es ist auch schon spät geworden, ne? 0 Uhr gleich. Mhm. Was geht, Leute? Heute ist Sonntag. Armin ist heute nicht da und heute habe ich einen Stillkurs, Leute. Das Ganze, sieht man das überhaupt? Das Ganze wird über Zoom laufen. Ich muss da gleich rein. 14 Uhr geht's los. Nebenbei werde ich mir auch Notizen machen, weil es 3 Stunden geht. Ich möchte also viel wie möglich mitnehmen. Ich bin ja sehr vergesslich. Ich werde mir alles Wichtige aufschreiben. Wir werden sehr viele Themen besprechen. Ich kann euch mal, das ist halt eine Stillberaterin, sie heißt Eileen. Ich kann euch mal hier einblenden, wie sie auf Instagram heißt. Sie macht sowas öfter. Und ich bin richtig gespannt, wie es sein wird. Ich bin schon richtig aufgeregt. Schon seit 2-3 Tagen bin ich richtig aufgeregt. Ich freue mich, weil bei Armin hat es schon ja nicht so geklappt. Deswegen möchte ich mich, jetzt gut vorbereitet drauf sein. Ich gehe da auf jeden Fall gleich rein. Ich weiß gar nicht, zeigt man sich da mit Kamera oder nicht? Ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, weil ich wollte nicht so wie ein Penner aussehen. Also Leute, ich gehe jetzt da rein schon mal. Es sind nur noch 7 Minuten. Ja Leute, ich melde mich dann nach dem Kurs. Euer Baby, aber möchtet einfach so euch noch mal ein bisschen sicherer sein oder vielleicht auch euer Wissen noch mal auffrischen. Wollen ja auch einige, vielleicht auch fürs nächste Kind. So, was machen wir jetzt? Der Ball. Fußball spielen? Seid ihr bereit? Ja. Ja, schieß zu uns. Schieß mal zu mir. Also wir sind gerade noch ein bisschen in die Innenstadt gegangen. Also es ist jetzt schon Abend. Armin ist auch schon längst im Bett. Ich habe mir gerade eine Gesichtsmaske aufgetragen. Ja, also wegen der Stillberatung kann ich euch zu 100% empfehlen an alle Schwangere oder Mamis, so wie ich jetzt, die zum Beispiel nicht so Erfahrung damit haben und es versuchen wollen. Glaubt mir, man braucht das. Das ist so eine, so viele Infos, die man vorher nicht weiß, so viele Mythen, die es zum Thema Stillen gibt. Es ist echt krass. Ich habe sehr viel dadurch gelernt. Sonst könnt ihr auch auf ihrem TikTok vorbeischauen. Instagram habe ich euch ja vorhin reingeschrieben. Sie hat ja auch einen TikTok-Account, da klärt sie sehr viel auf. Also wirklich, Tag, ich bin richtig zufrieden. Würde ich wirklich jedem empfehlen. Ich bin gespannt, wie es bei mir klappt. Und wir haben ja im letzten Video den Namen verraten. Adam Isa. Da kamen natürlich so 2-3 dumme Kommentare und auch Nachrichten so ein bisschen. Was eigentlich normal ist. Weil nein, das ist nicht normal. Es wird einfach normalisiert, dass solche Nachrichten normal sind. Eigentlich ist es schade, dass sowas normalisiert wird, dass solche Nachrichten normal sind. So wirklich beleidigende und wirklich so böse Kommentare, so richtig böse Kommentare wegen einem Babynamen. Aber das habe ich mir schon gedacht, haben wir auch schon angesprochen. Aber die Resonanz vom Video ist richtig gut, richtig positiv, richtig schöne Nachrichten. Danke erstmal dafür, Leute. Aber wir haben ja gesagt, wir lassen uns beim Namen sowieso nicht mehr einreden. Also reinreden sowieso nicht, egal von wem. Ja, Leute, aber ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Ich werde mir jetzt so einen kleinen Beauty-Day gönnen. Ich muss meine Augenbrauen wieder zupfen. Morgen früh habe ich einen Frauenarzttermin. Ich glaube, da fange ich dann auch wieder an zu vloggen. Ich habe uns vorgenommen, einfach mehr Vlogs zu machen oder mehr Videos, aber dafür kürzere. Das ist dann, ich glaube, auch ein bisschen interessanter so. Gefällt mir persönlich besser. Ja, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog.